ganz herzliches Hallo an die Jurymitglieder und an das Publikum. Mein Name ist Lena Müller, ich bin 15 Jahre alt und besuche derzeit die 10. Stufe des BGBRG Überseegymnasiums. Mein heutiges Anliegen besteht darin, Ihnen eine Rede zum Thema BIPOC, Aufstehen gegen Rassismus, auf einerseits meiner Muttersprache Deutsch und andererseits auf meiner ersterlernten Fremdsprache Englisch zu halten. Jenes Thema werde ich anhand einer persönlichen Erfahrung, die sich in meiner Kindheit abgespielt hat, schildern. Aber bevor ich beginne, möchte ich grundlegend festlegen, dass hinter meiner Ansprache nicht die Absicht steckt, diese gezielt runterzudeklamieren, sondern dass hinter meinen Worten eine ernstzunehmende und tiefgreifende Message steckt. So, I grew up and I am still living in a tiny middle village outside of Graz, and clearly I also went to the primary school over there. The class I attended, to be honest, seemed pretty ordinary. Wir waren eben alle Dutzende an Schülern, die gerade erst mit der Schule begonnen haben. But to be more specific, the only noticeable difference between, I guess, classmates is the wrong expression for it, but between them and me was my skin color. Meine Wurzeln finden ihren Ursprung zur Hälfte in Österreich und zur Hälfte in Pakistan, was logischerweise dazu führt, dass ich eine braune Hautfarbe habe. Allerdings war der Rest meiner damaligen Klasse gänzlich aus Österreicher, bestand gänzlich aus Österreicher. And if I wouldn't be the one who's telling the story, I would ask myself if that would have ever been the reason to split up the class into the ones who were enough and into the ones who were not. And apparently the answer to this question is 100% yes. Nach meinem Befinden würde ich nicht behaupten, dass ich im typischen Sinn gehänselt wurde. Allerdings hegten allesamt von Anfang an eine von meinen Mitschülern auskommende Abneigung gegenüber mir. No one ever wanted to exchange a word with me, and when they had to, you could see the shame in their eyes. Sie maßen mich mit Schädenblicken. Hinter meinem Rücken hörte man oftmals ein Tuscheln über mich. Und was mir noch gut in Erinnerung liegt, ist, dass keiner je bereit war, im Klassenzimmer neben mir seinen Platz einzunehmen. And because of these circumstances, I always looked out for flaws on myself, so that I can adapt to everyone. It was my first priority to change myself in order to fit in. Beispielsweise gab ich ab einem gewissen Zeitpunkt keinen Mucks mehr von mir. Einfach aus dem Grund, dass die Angst meinerseits so enorm war, dass ich etwas Falsches von mir geben könnte, sodass ich noch abwertender behandelt werden würde. All this just so that I can be noticed. The urge of only once feeling to be part of the whole surpassed the retention of human dignity. Und ich nehme an, dass all jene, die dies gerade eben hören, erkennen, welche immense Wirkung das auf die mentale Psyche eines Kindes hat. Vor allem, wenn man noch so jung ist und noch nicht in der Lage ist, zu durchblicken, dass man sich seiner Wurzeln nicht schämen muss. On the contrary, awareness of our roots is an enrichment for ourselves, because our roots might help shaping us into the persons we are at the end of the day. Meiner Auffassung nach ist einer der signifikantesten Aspekte unserer ganzen Menschheit die Individualität, die unter uns herrscht. If all of us would just devote a short period of time to our immediate vicinity, we would soon notice that diversity surrounds us. Ich meine, es ist kein Geheimnis, es reichen schon unsere Mitmenschen aus. Sobald wir den Fokus auf sie legen, wird uns schnell klar werden, dass wir uns nicht in ein oder zwei Punkten voneinander unterscheiden, sondern in vielerlei Hinsichten. Gender, skin color, weight, height depends from person to person. Der eine trägt eine Brille, der andere eben nicht. While some of a specific clothing style, others loathe it. Während das eine Mädchen liebend gern ihr Haar offen trägt, trägt das andere Mädchen liebend gern ein Kopftuch. People have different religious beliefs, different levels of faith, and some deny religions. Sehen Sie, ich versuche Ihnen klarzumachen, dass alle Menschen gleich sind und doch so verschieden. And I think that's actually great, because it's precisely the diversity that makes us special, unique, and exciting. Monotonie begeistert uns Menschen nicht. Angenommen, wir wären alle gleich, dann würden wir nicht mehr von Individuen sprechen, sondern von Kopien. We are different, so that we get to know each other. Und daran glaube ich fest. But it's still important.
important to say, despite different looks, despite different opinions, despite different preferences, etc., we still have to treat each other with respect. Respekt füreinander zu haben, ist das A und O, denn ohne Respekt füreinander ist ein friedliches Miteinander niemals möglich. And to be honest, from time to time, I sometimes have this subconscious feeling that we are totally neglecting this fact. Wir Menschen verwenden oftmals unsere Unterschiede als Entschuldigung dafür, dass wir einander unhöflich, abschätzig und respektlos behandeln. Unter uns gibt es eine Unmenge an Menschen, die wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, der Sprachbarriere und weiteren wichtigen Dingen komplett in den Dreck gezogen werden. And I believe it's for obvious reasons not acceptable to have such a behavior. But I still believe it's our decision that we can choose how to treat people. Lasst uns allesamt anfangen, unsere Unterschiede zu akzeptieren, aber diese genauso aneinander zu unterstützen, anstatt uns über diese lustig zu machen. Wir alle sind einzigartig auf unsere besondere Art und Weise. Don't compare yourself to other people. If you're going to be weird in the eyes of others, then be confident about it. Man sollte niemals das Bedürfnis verspüren, jemand anderes sein zu müssen.